Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute mein allererstes Angelvideo. Ich hoffe, das interessiert auch vielleicht einige von euch. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich bin hier im wunderschönen Norwegen auf dem Roadtrip, beziehungsweise im Roadtrip durch Skandinavien. Und wir sind hier ein bisschen rumgeklettert und haben diese wunderschöne kleine Bucht hier gefunden. Ich glaube, das ist die perfekte Stelle zum Angeln. Ich habe bereits einige Pollacks, eine Makrele und einen kleinen Dorsch gefangen auf diesem Roadtrip. Und ja, jetzt werde ich dann mein Glück hier versuchen und euch mal zeigen, was man hier so fangen kann, wie man am besten angelt. Hier ist meine Angelstelle für heute. Ich glaube wirklich perfekt, da geht es gar nicht. Hier ist eine kleine Bucht. Das heißt, meine Theorie, dass hier die kleinen Teile reingetrieben werden, die Futterfische hierher kommen und dann die großen Fische da unten warten. Man sieht, es ist sehr, sehr tief und extrem klar. So klares Wasser habe ich noch nie gesehen. Hier schwimmen auch vereinzelt kleine Quallen rum. Und mein Ziel ist es, mich da unten in diese Bucht zu setzen und einfach mal auf Grund mit einem Gummifisch bzw. absinken und dann ein bisschen hochjiggen. Den Gummifisch, ich habe hier gerade schon einen Pollack gesehen und bin total aufgeregt und hoffe mal, ich fange hier was Schönes. Also, bleibt dabei. Fangen wir einmal ganz mit den Basics an. Ich habe hier eine ganz normale Teleskoprute, Spinnrute, Wurfgewicht ungefähr 30 Gramm. Man sollte eigentlich ein bisschen größer gehen, aber meiste Zeit fische ich tatsächlich mit solchen Größen hier. Da aktuell sehr viele kleine Jungfische hier sind im Sommer, habe ich herausgefunden, dass diese Größe am besten funktioniert. Einfach ein kleiner Gummifisch, Bleikopf. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind. Ich schätze mal so 10 Gramm. Kleiner Gummifisch und dann absinken lassen eine Weile und dann hochziehen und dann meistens kommen die Fische direkt beim Aufziehen. Und um das mal zu demonstrieren, werde ich jetzt einmal mein allererster Wurf heute, First Cast TV, werde ich hier einmal in die Richtung leiten lassen und einfach mal hier lang ziehen. Mal gucken, ob da was sich fangen lässt. Das Schöne ist bei dem Wasser, es ist komplett klar. Ich habe hier eine Polybrille auf. Das heißt, ein bisschen wird die Spiegelung genommen und ich kann hier wirklich fast bis auf den Grund sehen und habe auch schon zwei, drei Pollacks rumschwimmen sehen. Also mal sehen. So, da hinten sehe ich jetzt meinen Köder. Das Einzige, wo man hier sehr aufpassen muss, ist leider mit dem Kraut. Wie man sieht, wenn er da einmal hängen bleibt, dann ist er leider verloren. Und jetzt probieren wir mal meinen Köder. Und da haben wir schon den ersten, First Cast. Wie man sieht, ist eine ordentliche Größe. Oh, ich muss die Bremse hochdrehen, ich muss die Bremse aufstellen. Na, gut, ah, scheiße. Entschuldigung, der ist leider wieder abgegangen. Ich habe die Bremse leider etwas zu locker gehabt, aber man sieht, hier sind auf jeden Fall Fische. Deshalb versuche ich es gleich nochmal. Ich glaube, der gleiche wird nicht raufgehen, aber ein anderer bestimmt. Wieder kurz absinken lassen und einziehen. Da ist schon ein Nachschwimmer gewesen, aber oh, hier ist alles voller Pollack. Ich hoffe, man sieht es vielleicht auf dem Video. Da unten sind drei, vier Pollacks, die gerade nachgekommen sind. Ich war aber leider ein bisschen zu sehr am Schilf und ich hatte jetzt Angst, hier den Hänger zu haben. Wie gesagt, ich bin kein Angelpro. Ich will einfach mal so für Neulinge ein bisschen in die Thematik reinführen, was ich hier so mache, um zu angeln. Ah, wieder ziemlich stark im Schilf leider drin, bisschen zu weit rechts. Okay, muss ich nochmal neu setzen. Weil, wie gesagt, ich habe schon sehr viele Abreißer gehabt durch Schilf und durch die Steine. So, und dann hoffen wir mal, dass da gleich was drauf kommt. Schön absinken lassen und einziehen. Na, da habe ich schon wieder einen. Diesmal ist die Bremse nicht so locker. Auch fast eine Nummer größer, würde ich sagen. Nicht den Kontakt verlieren zum Fisch. Und da haben wir ihn. Jetzt können wir noch gut landen. Ich lande ihn da drüben. Das ist bis jetzt mein größter Pollack tatsächlich. Oder beziehungsweise, der hat ihn auch schön geschluckt. Ah. Und da haben wir ihn. Ein 1A Pollack. Innerhalb von 5 Minuten Videos uncut. Also man sieht genau, was hier abgeht. Man muss nur die richtigen Stellen finden und schon fängt man auch die Riesenfische. Wir werden jetzt gleich diskutieren, ob wir den essen oder nicht. Aber hier ist dieser wunderschöne Fisch. Riesengroß, große Augen, wunderbare Färbung. Hat den Köder leider sehr tief genommen, dadurch, dass es ein kleiner Köder ist. Aber naja, gut. Ich werde jetzt meinen Fisch verarzten und dann geht's weiter. Ich bin hier wirklich auf den perfekten Pollack-Spot gestoßen, hier mitten in so einer kleinen Bucht.
wunderschöne Aussicht wie überall in Norwegen. Und ich glaube, genau in dieser Bucht schwimmt alles voller Pollacks. Das ist jetzt der fünfte oder so, den ich hier gehakt habe. Ich glaube, ein Seelachs war auch dabei. Wunderschöner Fisch. Ich werde ihn natürlich sofort abmachen und dann wieder freilassen, da wir bereits einen etwas größeren zum Essen uns reserviert haben. So, der gute Bursche von vorhin wird heute Abend mitgenommen und heute Abend verspeist. Deshalb wird er jetzt von mir filetiert. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Auch dazu kann ich wieder die Videos von Shortfish Story empfehlen. Der macht sehr viel Catch and Cook. Auf jeden Fall ein sehr guter Kanal, um sich das ein bisschen anzugucken. Um ihn zu filetieren, mache ich zwei Schnitte hier. Hinter der Brustflosse schneide ich hier einmal kreisrund ein und kann dann anhand dieses Schnittes an der Rückengräte entlang runter filetieren und dann hier unten den Bauch wegschneiden. So muss ich die Organe vorher nicht rauspulen und man hat zwei fast grätenfreie Filets. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trick. Hier nochmal zu dem Seelachs, zum Pollack. Wunderschön, kleine Punkte. Die markante Linie hier. Und natürlich die großen Augen und auch das große Maul. Ein wunderschöner Fisch, den wir uns heute Abend auf jeden Fall schmecken lassen werden und der nicht umsonst gestorben ist. So, am Ende haben wir jetzt hier zwei sehr schöne große Filets übrig, die ich jetzt einmal noch mal kurz abwasche und dann in die Box packe. Wirklich sehr, sehr schöne große Filets. Keine Gräten, meiner Meinung nach habe ich die komplett grätenfrei hinbekommen. Habe ich mit dem Messer hier gemacht, von Julan, ein 2-Euro Messer oder so. Schön scharf, relativ dünn. Eignet sich auf jeden Fall, ähnelt dem Mora Companion, ist natürlich qualitativ nicht ansatzweise so gut. Allerdings für solche Arbeiten definitiv gut geeignet, da es auch sehr dünn ist. Und ja, wie gesagt, jetzt hier zwei schöne weiße Filets ohne Gräten. Wunderbar. So, das ist jetzt mein letzter Pollack für heute, denke ich mal. Wieder eine sehr schöne Größe. Sehr, sehr schöne Färbung und so ähnlich. Ich lasse ihn natürlich sofort rein, denn wir haben ja schon genug zum Essen. Definitiv der Köder des Tages hier, dieser kleine Gummifisch. Auf keinen anderen Köder habe ich so viel gefangen wie auf den. Und man sieht auch, der ist jetzt schon ein bisschen mitgenommen. Hat heute auch einige etwas größere Pollacks, ein paar gute Bisse drauf. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Köder. Meiner Meinung nach auch die besten Köder, um hier zu angeln. Ich habe auf dem Blinker noch keinen bekommen, auf dem anderen größeren Gummifisch habe ich keinen bekommen. Also wirklich, diese Größe hier ist ideal und definitiv eine Empfehlung wert. Also wenn ihr nach Norwegen geht, nehmt euch genug von diesen Gummiködern mit. Die könnt ihr am besten hier von der Klippe auswerfen und auf den Grund absinken lassen und dann solchen Fang fast gar. So, wir verlassen jetzt meinen Spot da unten. Das war's an dieser Stelle von mir. Und ich hoffe, euch hat das Angelvideo gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Gerne auch mal in Verbindung mit Tracking. Angeln macht auf jeden Fall super Spaß. Und vor allem, wenn man die Fische danach auch noch verwerten kann. Von mir war es an der Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut und bis dann. Ja, das ist gut,